Vor 3000 Jahren erlebte ein geheimnisvolles Volk in Italien seine Blütezeit. Seine Angehörigen waren reich, elegant, kultiviert. Sie genossen es, gut zu essen und zu trinken. Sie vergnügten sich bei Sport und Spiel und leisteten sich kostbaren Schmuck und erlesene Kunstwerke. Die Etrusker, wie sie genannt wurden, schienen im Paradies zu leben. Aber ihre Welt war dem Untergang geweiht. Etruskische Priester sagten voraus, dass ihre Zivilisation nur 1000 Jahre bestehen werde. Und genau so war es. 100 Jahre vor Christi Geburt verschwand dieses ungewöhnliche Volk. Was geschah mit dieser großen Zivilisation, der Wegbereiterin des mächtigen römischen Imperiums? Was ist aus den Etruskern geworden? Diese idyllische Landschaft in Mittelitalien war einst die Heimat der Etrusker. Etrurien. Es waren die Etrusker, die Sümpfe trockenlegten und Wälder rodeten, die Kanäle zogen und Straßen bauten. Kurz, die Landschaft gestalteten, die wir heute als Toskana kennen. Etruskische Städte, auf Hügeln erbaut, beherrschten einst die ganze Gegend. Heute gibt es nur noch wenige Hinweise auf diese etruskischen Hochburgen. 2000 Jahre römischer und mittelalterlicher Baugeschichte haben sie unter sich begraben. Die Römer gelten als die größte Supermacht der Antike. Aber ohne die Etrusker hätte es Rom nicht gegeben. Die Etrusker bahnten Rom den Weg zum Ruhm. Sie legten seine Stadtgrenze fest. Dank ihrer herausragenden technischen Fähigkeiten wurde aus einer sumpfigen Ortschaft eine große Stadt. Als Etrurien vom mächtigen römischen Reich geschluckt wurde, übernahmen die Römer die etruskische Kultur und gaben sie als ihre eigene aus. Sie waren die erste Hochkultur auf der italienischen Halbinsel. Sie gaben diverse Aspekte ihrer Kultur an die Römer weiter und die verbreiteten sie in ganz Europa. Vieles davon hat bis heute überlebt, wobei man die etruskische Herkunft nicht mehr wirklich erkennen kann. Viele Dinge, die unsere Kultur beeinflusst haben, gehen auf die Etrusker zurück. Selbst die von uns römisch genannten Zahlzeichen stammen ursprünglich von den Etruskern. Die Römer haben sie bei den Etruskern abgeguckt und wir haben sie dann geerbt. Wir werden nie mit Bestimmtheit sagen können, wie viel von uns wirklich etruskisch ist. Das Alphabet, das wir verwenden, einige unserer Worte, darunter so wichtige wie Persona, also Persönlichkeit, gäbe es nicht ohne die Komplexität der etruskischen Kultur. Die untergegangene Welt der Etrusker gilt heute als eine der größten bekannten Kulturen, gleichrangig mit der der alten Griechen und Ägypter. Sie entstand vor ungefähr 3000 Jahren in Mittelitalien. Die ersten Etrusker lebten in bronzezeitlichen Lehmhüttensiedlungen. Sie schöpften aus dem Reichtum der Natur und machten das Land urbar. Die Böden waren fruchtbar, es gab riesige Wälder und fischreiche Gewässer. Mit ihren Waffen aus Bronze eroberten sie die Herrschaft über die ganze Region. Ihr Aufstieg vollzog sich atemberaubend schnell. Antike Schriftsteller bezeichneten sie als exotische Neuankömmlinge und behaupteten, sie seien Fremde aus dem Osten. Für einen griechischen oder römischen Schriftsteller stellte sich natürlich die Frage: Ihr seht nicht aus wie wir, ihr sprecht nicht wie wir, ihr kommt nicht von hier. Woher also stammt ihr? Bis heute ist die Herkunft der Etrusker ein Rätsel geblieben. Entscheidend ist, dass die etruskische Kultur auf italienischem Boden entstand. Es spielt keine Rolle, woher sie gekommen sind, ähnlich wie bei den Römern. Die römische Kultur entstand hier, also ist sie italienisch, auch wenn sie vielleicht woanders herkommt. Im Altertum war man vor allem über den schnellen Aufstieg der Etrusker verblüfft. In nur einigen hundert Jahren wurden sie zur führenden Wirtschaftsmacht im Mittelmeerraum. Heute ist das Geheimnis des etruskischen Wohlstands gelüftet. Ihr Land war reich an Bodenschätzen.
1980 hatte der Archäologe Giovanangelo Camporeale Glück. Seine Funde, so sollte sich herausstellen, zeigen die etruskische Gesellschaft auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Wir begannen, die Wälder genauer zu untersuchen. Es war dort alles sehr dicht bewachsen, undurchdringlich. Dann stießen wir auf einige Steine. Steine, die man dort absichtlich gelegt hatte, keine natürlichen Felsen. Sie ähnelten sich. Dann fanden wir mehr, zwei, drei, vier. Diese Steine bildeten eine Mauer. Wir suchten weiter und fanden weitere Mauern. Der Professor war auf die besterhaltene etruskische Stadt gestoßen, die je entdeckt wurde. Sie war aus welchen Gründen auch immer verlassen und nie überbaut worden. Dank des dichten Waldes war sie wie durch ein Wunder erhalten geblieben. Seit über 20 Jahren gestattet diese Ausgrabungsstätte Archäologen einen Blick in eine vergangene Welt. Es handelt sich um eine große Ansiedlung. Zwei stattliche Villen, umgeben von einem Komplex kleinerer Häuser. Besonders eine Villa erwies sich als reicher Fundort. So fand man Steingewichte. Sie gehören zu einem Handwebstuhl, an dem wahrscheinlich Haussklaven Wolle zu Tuch für Winterkleidung verarbeiteten. Der Archäologe Stefano Giuntoli geht durch eine lange Eingangshalle zu einem Raum, in dem Fragmente von aus Griechenland importierten Weinkelchen und andere Zeugnisse gehobener Lebensart ausgegraben wurden. Es handelt sich um eine Banketthalle, wo Männer und Frauen Festgelage abhielten oder einfach nur ausspannten. Sie war wahrscheinlich verschwenderisch mit Fresken und wertvollen Gegenständen ausgeschmückt. Die etruskischen Adligen, die hier lebten, lebten nicht schlecht. Im 6. Jahrhundert vor Christus war es ein Zeichen einer gewissen Bedeutung, wenn man ein Haus mit 6 oder 7 Zimmern hatte. Und woher kam diese herausgehobene Stellung? Von der Ausbeutung der Bodenschätze. Das hier war einmal eine prosperierende Stadt, erbaut in der Nähe einer Anzahl ergiebiger Metallminen, die im Besitz wohlhabender etruskischer Familien waren. Diese Minen ließen die Etrusker so schnell reich werden. Hier lag ihnen buchstäblich ein Vermögen zu Füßen. Es gab hier riesige Erzvorkommen, die größten Silberminen in Europa, enorme Kupfervorkommen, wahrscheinlich auch Zinn und natürlich Eisen. Der Reichtum an Bodenschätzen und anderen Rohstoffen führt bei den Etruskern zwischen dem 7. und dem 6. Jahrhundert vor Christus zu einer wahren Bevölkerungsexplosion. In der Zeit werden die Städte erbaut und die etruskische Elite wird reicher und immer reicher. Der Reichtum in den Händen sehr, sehr weniger Leute schafft eine Gesellschaft, die in der Tat außergewöhnlich gewesen ist. In ganz Etrurien sorgten die Minen für eine florierende Wirtschaft. Während Rom erst aus einigen verstreuten Siedlungen bestand, bauten die Etrusker bereits großartige, auf Hügeln angelegte Städte. Bis zu 25.000 Menschen lebten und arbeiteten in diesen Stadtstaaten. Damals eine gigantische Einwohnerzahl. Im frühen Etrurien spazierten reiche, gut gekleidete Damen mit ihren Dienern auf gepflasterten Straßen. Alles war aus Stein gebaut, Häuser, Brücken. Vermutlich waren auch die sanitären Einrichtungen besser als sonst überall, wegen der technischen Errungenschaften der Etrusker. Diese außerordentlichen technischen Fertigkeiten der Etrusker machten große Städte erst möglich. Wie in modernen Städten waren die Straßen rechtwinklig angelegt und es gab Wasser- und Abwasserversorgung. Unter dem heutigen Orvieto gibt es noch immer intakte Wasserbecken, vor 2500 Jahren mit der Hand aus dem Fels gemeißelt. Claudio Bizzarri ist ein Experte auf dem Gebiet etruskischen Wasserbaus. Bei den Überresten ihrer technischen Anlagen, speziell ihrer Wasseranlagen, handelt es sich um erstklassige Arbeit. Sie waren Spezialisten. Sie wussten genau, wie man einen Raum unterteilt. Sie wussten genau, woran sie arbeiteten. Der Bergbau machte die Etrusker reich.
Aber erst ihre technischen Fertigkeiten ermöglichten ihre industrielle Revolution. Eisen sorgte dabei für einen enormen Entwicklungsschub. Mit der Entdeckung des Eisens konnten Werkzeuge für eine intensive Landwirtschaft hergestellt werden. Pflugschar und Axt zum Beispiel. Jetzt wurde mehr Land bearbeitet, Bäume wurden gerodet und die Felder konnten mehrmals im Jahr bestellt werden. Auch für den häuslichen Gebrauch wurden Eisenwerkzeuge hergestellt. Und das alles sorgte zweifellos auch für eine kulturelle Revolution. Nur 500 Jahre nachdem die Etrusker erstmals in Erscheinung getreten waren, im 6. Jahrhundert vor Christus, waren aus den in Lehmhütten lebenden Häuptlingen reiche Adelige geworden, die Ländereien und Minen besaßen. Es gab auch eine neue Mittelschicht, Handwerker, Kaufleute und Händler. Sie führten ein bequemes Leben, die harte Arbeit verrichteten Sklaven. Die reiche Adelsschicht gab ihr Geld für Kunstwerke aus. Die etruskische Kunst bleibt ihr bemerkenswertestes Vermächtnis. Sie ermöglicht uns einen Blick in eine andere Zeit. Es gibt viele Darstellungen des etruskischen Alltagslebens. Alles Mögliche. Menschen, die festlich tafeln, die tanzen, Musik hören oder Instrumente spielen. Spielende Menschen. Menschen, die sich lieben. Menschen, die unterschiedliche Kostüme tragen, unterschiedlich gekleidet sind. Ihre Nachbarn waren neidisch und spotteten über das vulgäre Zurschaustellen ihres Reichtums. Sicherlich hielten ihre griechischen Konkurrenten die Etrusker für zu wohlhabend und bezichtigten sie der Luxuria. Dass sie also ihrer eigenen Bequemlichkeit und ihrem eigenen Wohlergehen zu viel Aufmerksamkeit beimaßen. Ohne ihre Kunst wüssten wir wenig darüber, was die Etrusker dachten und wie sie lebten. Es gibt tausende etruskischer Inschriften, aber von ihren Büchern ist keines erhalten. Man sagt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben und bis jetzt kennen wir die Etrusker nur aus den Überlieferungen ihrer Feinde, der Griechen und Römer. Ihnen zufolge waren die etruskischen Frauen sehr freizügig mit sexuellen Gunstbeweisen und schliefen auch mit ihren Sklaven. Die Griechen beschuldigten die Etrusker, Menschen zu opfern und Piraterie zu betreiben. Die Römer behaupteten, die Etrusker seien zutiefst abergläubisch, davon besessen, den Willen ihrer Götter vorherzusagen. Wie viel davon ist wahr? Wir müssen Detektiv spielen. Wir müssen die Aussagen von griechischen oder römischen Autoren mit unseren Ausgrabungen in Einklang bringen. Es ist wirklich tragisch, dass die etruskische Literatur untergegangen ist. Wenn wir einige ihrer Bücher hätten, dann würden wir sie zweifellos mit anderen Augen ansehen. Unser Bild von den Etruskern wird durch einen anderen, überraschenden Aspekt ihrer Kultur wesentlich klarer. Sie waren tief religiös und glaubten, mit ihrem süßen Leben werde es auch in der Ewigkeit weitergehen. Vor 60 Jahren entdeckten italienische Archäologen unberührte Gräber an der Küste bei Tarquinia. Mit Ortungsgeräten und Periskopen untersuchten sie unterirdische Gräber, die seit Tausenden von Jahren verborgen waren. Die Gräber verblüfften sie. Hier lag der Schatz, von dem Archäologen schon so lange geträumt hatten. Ein Zeitfenster in die perfekt erhaltene, untergegangene Welt dieses ungewöhnlichen Volkes. In den unterirdischen etruskischen Gräbern bei Tarquinia fanden die Archäologen ganze Grabkammern mit wunderbaren Fresken verziert. Diese lebenslustigen Menschen ließen sich auch vom Tod nicht schrecken. Sie schlemmen, trinken, tanzen und lieben auf diesen Darstellungen weiter. Die Etrusker bauten ganze Städte für ihre Toten. Mit ihren Gräbern entlang der rechtwinklig verlaufenden Straßen und Plätze spiegeln sie die Städte der Lebenden wider.
Diese Nekropole wurde am Rande der alten Stadt Cerveteri gebaut. Jede dieser Familiengruften enthält die Särge von Generationen etruskischer Adeliger. Die Etrusker glaubten ihren Vorfahren für ihr gutes Leben und ihre Macht zu Dank verpflichtet zu sein. Sie in Ehren zu halten war äußerst wichtig. Diese Gräber hier sind Miniaturhäuser. Wandreliefs stellen bildlich all die Gegenstände dar, die sich in einem Leben nach dem Tode als nützlich erweisen könnten. Die Menschen wurden mit kunstvollen Ton- und Bronzegegenständen beigesetzt, die Männer zum Teil auch mit Rüstungen und Waffen. Der Alltag und das Leben nach dem Tode hingen eng zusammen. Zu den Grabbeigaben gehören immer Essgeschirr und Gegenstände, die mit Trinken zu tun haben und mit Feiern in aller Ewigkeit. Es gibt bequeme Schlafstätten, sodass sie sich hinlegen und zufrieden schlafen können, gut gekleidet, reich geschmückt und die Insignien ihrer Stellung tragen. Keine Etruskerin, die etwas auf sich hielt, würde die Götter treffen, ohne zumindest einen polierten Bronzespiegel dabei zu haben. Bis heute sind Tausende dieser zierlichen Gegenstände eindeutig etruskisch in den Gräbern gefunden worden. Diese Spiegel waren ursprünglich blank poliert und spiegelten auf der einen Seite das Gesicht des Betrachters wider. Die andere Seite ist nach innen gewölbt und reich verziert. Weit verbreitet ist die Darstellung einer Göttin namens Lhasa, eine rein etruskische Figur. Auf diesem Spiegel hier ist eine abgebildet, eine nackte, weibliche Gestalt mit Flügeln, die einen Parfümflakon trägt. Sie ist eine Art Schmuck- oder Ziergöttin, die eine feine Dame ins Leben nach dem Tode begleitet und dafür sorgt, dass ihr das Parfüm auch in der Ewigkeit nicht ausgeht. Die Etrusker verehrten viele Götter. Manche waren grausam, andere weise, manche freundlich. Wie die Griechen verehrten sie die Himmelsgötter Apollon, Herakles und Persephone. Aber die etruskische Religion selbst war in einem einzigen dramatischen Augenblick aus dem Innersten der Erde hervorgegangen. Die Götter sandten einen Boten namens Targis, einen Jungen, den die Erde gebar, mit dem Gesicht eines Kindes und der Weisheit eines Alten. Er sang geheimnisvolle Weisen, die nur ein Adliger namens Tarkon verstehen konnte. Sie wurden niedergeschrieben als Etrusca Disciplina. Die Etrusca Disciplina ist ein vollständiger Lebensentwurf für den Einzelnen und für ganze Kulturen. Sie beinhaltet moralische Maßgaben und jede Formel, jedes Ritual, das ausgeübt werden muss, um es sich mit den Göttern nicht zu verderben. Diese Götter dominierten jeden Lebensbereich und sie sprachen durch die Natur. Jedes Tier, jeder Baum, selbst der Wind verbreitete eine Botschaft der Götter. Der Vogelflug war besonders wichtig. Wie hoch sie flogen und aus welcher Richtung sie kamen, war ein Vorzeichen für Erfolg oder Katastrophe. Die etruskischen Priester, Lehrer und Deuter waren die mächtigsten Mitglieder der Gesellschaft. Sie lehrten, dass alles in der Welt nach einem heiligen Gesetz gegliedert war. Nur sie konnten die Botschaften der Götter entschlüsseln. Wenn ein etruskischer Priester den Willen der Götter vorhersagte, dann legte er zunächst vier Kardinalpunkte fest: im Norden, Süden, Osten und Westen. Und beobachtete dann, was sich im Himmel abspielte. In welchem Himmelsquadranten ein Vogel erschien oder ein Blitz oder was auch immer, das zeigte ihm, welcher Gott zuständig war. Ihre dringendsten Botschaften übermittelten die Götter durch Blitz und Donner. Geheime Schriften, die nur der Priesterschaft zugänglich waren, erläuterten die Bedeutung von Gewittern. Dieses Handbuch der Brontoskopie, also der Blitzschau, gehört zu den wenigen etruskischen Texten, die noch erhalten sind. Es ist ein vollständiges Dokument für jeden einzelnen Tag des Jahres.
Es funktioniert ganz einfach. Wenn es donnert, dann schlägt man unter dem entsprechenden Datum in dem Buch nach. Viele dieser Botschaften erscheinen uns heute sehr langweilig. Wenn es heute donnert, dann wird die Gerstenernte gut ausfallen. Ein paar Eintragungen sind sogar ziemlich gewagt. Wenn es zum Beispiel am 19. August donnert, dann werden Frauen und Sklaven mutig genug sein, Mordanschläge auszuführen. Etrusker trafen keine Entscheidung, ohne zuvor die Priester zu bitten, den Willen der Götter vorherzusagen. Sie wurden oft als sehr abergläubisch bezeichnet. Die Römer nannten sie sogar das abergläubischste aller Völker, weil sie wirklich davon besessen waren, den Willen der Götter zu verstehen. Es war ihnen wirklich wichtig herauszufinden, was die Götter wollten, was sie dachten, ob sie zornig waren und was das für Folgen haben könnte. Reisende, die die Etrusker kennenlernten, waren von ihrer Religion fasziniert und eingeschüchtert von der Fähigkeit ihrer Priester, die Zukunft vorherzusagen. Die Römer engagierten sogar etruskische Priester als Berater. Die Etrusker entwickelten sich schnell zur mächtigsten Handelsmacht im Mittelmeerraum. Sie hatten die Rohstoffe, die alle wollten, nämlich seltene Metalle. Zunächst wurden sie von den Phöniziern aus dem Osten umworben, dann kamen die Griechen. Sie hatten Erzlagerstätten, hinter denen die Griechen her waren. Und die Griechen kamen aus dem Osten so nah wie irgend möglich zu den Etruskern heran. Die Etrusker zogen sie geradezu magnetisch an. Im 8. Jahrhundert vor Christus taten Händler aus Griechenland sich mit anderen aus dem Osten zusammen und gründeten einen Handelsposten auf der Insel Pithecusae, heute Ischia. Es passte den rauen Etruskern gut, ihre Handelspartner vom Festland fernzuhalten. Die Etrusker waren sowohl zu Land als auch zur See stark. Sie hielten die Griechen dauerhaft davon ab, sich auf etruskischem Boden niederzulassen. Das sagt einiges über die militärische Stärke der Etrusker. Es ist ziemlich klar, die Etrusker wollen verkaufen, aber nicht ihr kostbares Land hergeben. Es waren die Metalle, die die Griechen nach Pithecusae lockten. Aber der Handel war keineswegs einseitig. Die Etrusker liebten alles Neue und Fremdartige. Im Austausch für ihre Bodenschätze erhielten die Etrusker eine Fülle von Nahrungsmitteln, Wein, Olivenöl, die sie bald selbst anzubauen und herzustellen lernten. Die Etrusker begannen, Wein anzubauen und zu trinken. Beides in großem Maßstab. Bald machten sie besseren Wein als die Griechen und exportierten ihn in riesigen Mengen nach Frankreich. Man könnte sagen, dass die Etrusker den Franzosen, das heißt den Galliern, beigebracht haben, Wein zu trinken. Bei Ausgrabungen in der Nähe von Lat in Südfrankreich wurde ein etruskischer Hafen gefunden mit einem ganzen Verbund von Warenhäusern, jedes groß genug, um ganze Schiffsladungen Wein aufzunehmen. Etruskische Händler hatten den Export riesiger Mengen Wein zu einer wahren Kunst entwickelt. Die Franzosen entdeckten ein ganz neues Lebensgefühl. Nachdem die Etrusker begonnen hatten, Wein herzustellen, exportierten sie nicht nur den, sondern auch die verschiedenen Arten von Gefäßen und überhaupt das ganze Prozedere eines Festmahls nach Südfrankreich. Von dort gelangte es dann über die französischen Flüsse bis zu den Kelten. Wie wichtig der Weinhandel war, ist erst kürzlich ans Tageslicht gekommen. Vor der Küste Frankreichs fand man ein Schiff, das seit 2.500 Jahren auf dem Meeresboden lag, begraben unter Schlamm. Dieser Frachter hatte erstaunliche 30 Tonnen Wein an Bord. Wie und warum das Schiff sank, ist nach wie vor ungeklärt. Vielleicht war es in ein Unwetter geraten. Allerdings wimmelte es in diesen Gewässern auch von Piraten und ein Schiff mit einer schweren Fracht war leichte Beute. Die Etrusker hatten dafür eine geniale Lösung gefunden. Geschwindigkeit war der beste Schutz für ein Frachtschiff. Etruskische Ingenieure entwarfen ein Schiff, das schneller war als alle, die ihre Gegner zu bauen in der Lage waren. Diese neue Konstruktion revolutionierte den Schiffbau. Sie war einzigartig.
Diese Schiffe unterscheiden sich von den griechischen durch das Focksegel. Sie haben ein riesiges Großsegel. In der ganzen Antike wird ein Rahsegel verwendet, aber die Etrusker haben davor noch einen weiteren Mast mit Segel gesetzt. Dadurch wird das Schiff wesentlich schneller und lässt sich auf hoher See vermutlich auch besser manövrieren. Im Laufe der Zeit wurden die etruskischen Frachtschiffe von den Römern übernommen und zum Vorbild moderner Segelschiffe. Nachdem sie den Wettkampf um die Herrschaft über die Seehandelsrouten verloren hatten, begannen die Griechen, die etruskische Sachkenntnis herabzusetzen. Den Griechen war sehr daran gelegen, die Etrusker als Barbaren abzutun, als Piraten, während die Etrusker in Wirklichkeit nichts anderes machten als die Griechen auch. Etrusker und Griechen trieben weiter Handel miteinander, was auch immer sie übereinander redeten. In keinem wohlhabenden Haushalt in Etrurien durften die wundervoll dekorativen Tonwaren aus Griechenland fehlen. Tatsächlich wurden in Etrurien so viele griechische Vasen gefunden, dass man sie für etruskische hielt. In Pithecusae, dem Zentrum des Handels, ging es aber nicht nur um aufregende Luxusartikel. Hier wurden auch Ideen und Gedanken ausgetauscht. Und dazu gehörte zum Beispiel das Alphabet. Die Etrusker gehörten zu den ersten Völkern in Italien, die das Alphabet übernahmen. Sie adaptierten es von griechischen Kolonisten. Die Sprache selbst wiederum ist ein anderes Thema. Das Alphabet, in dem sie geschrieben wird, ist das, das die Etrusker von den Griechen entlehnt und dann an Laute angepasst haben, die in ihrer Sprache vorkommen, nicht aber in der griechischen. Das Alphabet ist Teil des Vermächtnisses, das sie an die Römer weitergegeben haben. Etruskische Händler entdeckten den östlichen Mittelmeerraum und das Land der Assyrer als wahres Einkaufsparadies. Einheimische Künstler ließen sich davon inspirieren und verarbeiteten die neuen Motive in ihren eigenen Werken. Löwen kommen in Italien nicht vor, werden von den Etruskern aber gern aufgegriffen. Ihre Künstler übernehmen sie und lassen sie in ihre eigene Kunst einfließen und entwickeln so einen ganz neuen eigenen Stil. Die Etrusker übernahmen künstlerische Konzepte aus dem Ausland und entwickelten sie zur Meisterschaft. Heute gelten diese Kunstwerke als Zeugnisse der etruskischen Gesellschaft. Sie sind wirklich so etwas wie eine fotografische Dokumentation dieser Kultur. Sie helfen uns in vielerlei Hinsicht, nicht nur ihre Kultur zu verstehen, sondern auch die Beziehungen, die sie zu anderen Kulturen unterhielten, besonders der griechischen. Zeugnisse ihrer Kunst belegen, dass sie vieles von den Griechen übernommen haben. Dazu gehört auch die Vorliebe für Sport, besonders die Wettkämpfe der Männer. Sie übernahmen eine Menge kultureller Elemente von den Griechen, besonders sportliche. Grabmalereien zeigen, dass ihre Wettkämpfe denen der Griechen sehr ähnlich waren. Es gab Diskuswerfen, Speerwerfen, Boxen und Ringen. Die Etrusker stürzten sich auf diese Spiele, von denen manche wirklich nur dem Vergnügen dienten. Andere wiederum waren brutaler. Wettkämpfe Mensch gegen Tier oder auch Mann gegen Mann. Die Etrusker entwickelten den blutigen Gladiatorenkampf. Sie führten ihn in Rom ein. Im Osten stießen sie auf eine neue Entwicklung, den Streitwagen. Es waren die Etrusker, die die nervenzerreißenden Wagenrennen erfanden und sogar ein neues Stadion in Rom dafür bauten, den Circus Maximus. Ursprünglich nur für Adelige gedacht, fuhr im reichen Etrurien bald jedermann im Streitwagen herum. Was im Nahen Osten noch Königen vorbehalten war, gab es nun für die breite Masse. Eines der besten Beispiele dafür ist das Bankett. Einst war es der König, der sich zurücklehnen und bedienen lassen und auf seine Krieger trinken konnte. Jetzt konnte jeder Krieger in einer etruskischen Stadt an einem offiziellen Bankett teilnehmen.
Die Etrusker liebten Bankette und gaben ihnen bald eine ganz eigene Note. Sie führten Festessen ein, bei denen auch Frauen Wein tranken und neben den Männern lagen. Diese öffentliche Vermischung der Geschlechter entsetzte die Nachbarvölker. Und das war nicht das Einzige, was Griechen und Römer an etruskischen Frauen schockierte. Als die alten Griechen zum ersten Mal etruskischen Frauen begegneten, waren sie verblüfft. Sie empfanden sie als erschreckend freizügig. Im 4. Jahrhundert vor Christus beschrieb ein griechischer Reisender ihre Gewohnheiten. Etruskische Frauen speisen mit jedem Mann, der gerade anwesend ist. Die Etrusker teilen alle ihre Frauen untereinander. Sie empfinden es nicht als schamlos, wenn sie beim Geschlechtsverkehr gesehen werden. Sie turnen nackt und entblößen ihre Körper vor Männern. Die Etrusker ziehen alle ihre Kinder auf, die geboren werden, ohne zu wissen, wer der jeweilige Vater ist. Wie viel davon ist wahr? Frauen konnten sich in der etruskischen Gesellschaft frei bewegen. Wir sehen sie mit ihren Ehemännern auf Partys Wein trinken und tanzen. Ihr Leben war wesentlich freizügiger als das ihrer Schwestern in Rom oder Athen. Etruskische Frauen genossen offensichtlich das Gesellschaftsleben, etwa die Teilnahme an Banketten, einem typisch etruskischen Freizeitvergnügen, genauso sehr wie die Männer. Und wir wissen, dass einige Frauen sogar ihre eigenen Bankett-Trinkgefäße hatten. In mindestens zwei Gräbern gibt es große Weinschalen, die den Inschriften zufolge Frauen gehörten. Römischen Frauen war es unter Androhung der Todesstrafe verboten, Wein zu trinken. Die Etruskerinnen tranken. Was aber hielten sie von freier Liebe? Bei dem griechischen Geschichtsschreiber Theopompos gibt es einen Verweis auf die Etrusker. Er bezieht sich auf das Symposium, das Gastmahl, an dem nur Männer und Prostituierte teilnahmen. Die Vorstellung, dass Frauen bei Banketten mit ihren Ehemännern zusammenlagen, schien ihn zu schockieren. Er hielt diese Frauen für Prostituierte. Die Griechen sahen wahrscheinlich Bilder, auf denen Frauen gemeinsam mit ihren Männern beim Bankett lagen und dachten, da passiere sonst was. Aber dafür gibt es keine Beweise. Das ist etwas, was Feinde über einen verbreiten. Es besteht kein Zweifel, dass etruskische Frauen deutlich mehr Freiheiten genossen als griechische oder römische. Aber das hat auch damit zu tun, dass die Frauen in Griechenland und Rom zum Hab und Gut des Mannes gehörten, sein Besitz waren und keine eigenen Rechte hatten. Bei den Etruskern war das anders. Griechische Frauen hatten sich im hinteren Teil des Hauses aufzuhalten, zum Spinnen und Weben und zu sonstigen Frauentätigkeiten. Römischen Frauen war es traditionell nicht gestattet, viel am öffentlichen Leben teilzunehmen. Frauen in Etrurien, zumindest die adligen Frauen, hatten eine sehr hohe Stellung. Sie hatten ihr eigenes Vermögen und genossen enorme Freiheiten, verglichen mit den griechischen und römischen Frauen. Etruskische Frauen waren unabhängig. Sie konnten ihr eigenes Geld und sogar Grund und Boden besitzen. Römische Frauen hatten nicht einmal eigenen Namen. Wenn man etwa die Tochter von Tullius war, dann hieß man Tullia. Und wenn es drei Töchter gab, dann hießen sie Tullia die erste, die zweite und die dritte. Die etruskischen Frauen dagegen hatten ihren eigenen Namen. Tatsache ist, dass etruskische Frauen nicht nur frei, sondern auch gebildet waren. Als die Silber- und Bronzespiegel, die man in den Gräbern von Frauen gefunden hatte, gereinigt und untersucht wurden, bewiesen sie, dass Frauen lesen und schreiben konnten. Sie waren beschriftet und die Frauen lasen sie. Es hätte schlicht keinen Grund gegeben, all diese Namen aus der griechischen Mythologie darauf zu schreiben, wenn sie sie nicht kannten. All diese aristokratischen Frauen waren also sehr gebildet. Etruskische Frauen nahmen ihre geliebten gravierten Spiegel auch mit in das Leben nach dem Tode. Cyante etwa, eine Adelige, die im 3. Jahrhundert vor Christus lebte. Ihr beeindruckender Sarkophag, der heute im Britischen Museum in London steht, war in einem eigenen Grab gefunden worden. Was darauf hinweist, dass es sich bei Cyante um eine sehr reiche und wichtige Dame handelte. Als ihr Gesicht forensisch rekonstruiert wurde, entdeckte man, dass das Bildnis auf ihrem Grab sie ganz genau wiedergab. Das zeigt, dass die Etrusker den Römern und Griechen weit voraus waren. Dies ist das erste verifizierbare Porträt der antiken Klassik. Aber es gab eine seltsame Diskrepanz. Obwohl sie bei ihrem Tode mindestens 50 Jahre alt war, stellte der Künstler sie schmeichelhafterweise als eine viel jüngere Frau dar. Vielleicht hatte er sie gekannt. Oder,
Sollte diese reiche Dame ihr Bildnis für den Sarg schon Jahre vor ihrem Tod in Auftrag gegeben haben? Als ihr Skelett aufgebahrt und geröntgt wurde, gab es eine weitere Entdeckung, die die Griechen wahrhaftig verblüfft hätte. Besonders bemerkenswert an Ciante ist die Tatsache, dass sie Reiterin war. Das ist unser einziger Hinweis darauf, dass etruskische Frauen ritten. Dass Ciante es tat, wissen wir wegen dieser starken Muskelansätze an bestimmten Stellen ihres Skeletts, an den Oberschenkeln und am unteren Rücken. Sie hat einen Gutteil ihrer Zeit auf dem Rücken eines Pferdes verbracht, nicht im Haus eingeschlossen wie griechische oder römische Frauen. Aber wie weit ging diese Freiheit? Was ist mit den Anschuldigungen, etruskische Frauen gäben sich der freien Liebe hin und schliefen mit ihren Sklaven und kein etruskisches Kind wüsste, wer sein Vater ist? Bei der etruskischen Gesellschaft handelte es sich um eine Aristokratie, die auf der Ehe als kleinster Einheit basierte. Die Institution der Ehe zieht sich durch die ganze tausendjährige etruskische Geschichte, von den ersten Anfängen bis ganz zum Ende. Die liebevollen Abbildungen auf etruskischen Särgen, die Ehepaare in ewiger Umarmung zeigen, sprechen für sich. Bilder auf Grabbeigaben, Töpferwaren und Fresken feiern das Ehepaar. Ist es wahrscheinlich, dass den Etruskern, die so viel Geld und Energie da reinsteckten, ihre Vorfahren zu ehren, gleichgültig war, wer ihre Kinder gezeugt hatte? Das wird durch keinerlei archäologische Hinweise erhärtet. Alle Menschen, derer gedacht wird, entweder durch Opfergaben an die Götter oder auf ihren Gräbern oder Sarkophagen, geben ihren Namen an als so und so Sohn von. Und dann folgt der Name beider Elternteile. Was also geschah mit den Etruskern? Einem Volk, das so ausgeglichen, souverän und emanzipiert schien. Waren sie so mit ihren Vergnügungen beschäftigt, dass ihre Feinde sie überrumpeln konnten? Oder gab es eine neue Bedrohung? Die triumphale Herrschaft der Etrusker endete nach 1000 Jahren. Es heißt, ihr Vergnügen habe sie so in Anspruch genommen, dass sie gar nicht wahrnahmen, wie sehr ihre Existenz bedroht war. Nicht durch ausländische Mächte, sondern durch ihre Nachbarn. Das Bild der Etrusker als Menschen, die das Leben liebten, die so gerne lebten, dass sie die schleichende Eroberung gar nicht wahrnahmen, das vereinfacht die Sache zu sehr. Natürlich liebten sie das Leben, natürlich hatten sie eine ganz andere Auffassung davon als die Römer oder Griechen, aber es steht völlig außer Frage, dass sie gut organisierte, hervorragende Krieger waren und politisch erfahren. Im 8. Jahrhundert vor Christus, zu Beginn der römischen Geschichte, legten etruskische Priester Roms Stadtgrenzen fest. Der ausgeprägte Geschäftssinn der Etrusker ließ Rom zum Handels- und Geschäftszentrum des Mittelmeerraums werden. Im 7. Jahrhundert vor Christus regierte das etruskische Geschlecht der Tarquinier Rom. Mindestens zwei, wahrscheinlich aber drei der frühen römischen Könige sind Etrusker. Erst später treten die Römer militärisch hervor und unterwerfen die Etrusker. Im 5. Jahrhundert vor Christus vertrieben die Römer ihre etruskischen Herrscher. Rom hatte den Etruskern viel zu verdanken, sah sie aber mittlerweile als Konkurrenten. Es wollte die Reichtümer Etruriens für sich. Es wird für Rom notwendig, Etrurien zu übernehmen, als seine Bevölkerung so angewachsen ist, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen kann. Und da nehmen sie das getreidereiche Etrurien ins Visier. Es heißt, das Ende der Etrusker sei eine sich selbst erfüllende Prophezeiung gewesen. Eine alte Legende sagte voraus, dass die etruskische Zivilisation 1000 Jahre bestehen würde. Diese Vorhersage war auf unheimliche Weise genau. Waren die abergläubischen Etrusker davon so beunruhigt, dass sie sich einfach in etwas fügten, was sie für ihr Schicksal hielten? Sie sagten, ungefähr um das Jahr 44 vor Christus werde ein Komet erscheinen und den Beginn der letzten Ära der Etrusker anzeigen.
Und das ist natürlich genau die Zeit von Julius Caesar und dem Beginn des Römischen Kaiserreichs. Das dient als Erklärung dafür, warum sie zum Ende hin in den letzten paar hundert Jahren so sehr passiv erscheinen, Rom nicht den Widerstand entgegensetzten, den man vermuten sollte. Es scheint ihnen egal zu sein, dass sie assimiliert und erobert werden. Aber der Untergang der Etrusker hatte nichts Mystisches. Andauernde Handelskriege mit den Griechen hatten ihren Tribut gefordert. Dann griffen gallische Armeen aus Frankreich etrurische Städte an. Von Hunger getrieben strömten sie nach Italien, auf der Suche nach Nahrungsmitteln und Ackerland. Die Etrusker bekamen es schon mit voller Wucht zu spüren, lange bevor die Gallier nach Rom kamen und es für kurze Zeit besetzten. Vom Ende des 5. bis weit in das 4. Jahrhundert hinein mussten sie gallische Armeen zurückschlagen. Etrurien gegen immer neue Wellen eindringender Gallier zu verteidigen, erschöpfte die Etrusker. Dann kamen die Römer und übernahmen die geschwächten Städte eine nach der anderen. Die erste war die Stadt Veii, das heutige Orvieto, die Rom am nächsten lag. Das Erfolgsgeheimnis der Römer bestand darin, dass sie eine Einheit bildeten. Ganz anders die Etrusker mit ihren unabhängigen Stadtstaaten, die mitunter sogar Krieg gegeneinander führten. Sie sind nie lange genug vereint, um eine gemeinsame Front gegen Rom zu bilden, und so kann Rom sie einfach übernehmen. Wenn eine Stadt schon durch die Gallier geschwächt war, dann hatten die Römer leichtes Spiel. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis, warum die Etrusker verdrängt wurden. Einige Städte widerstanden selbst jahrelanger Belagerung. Andere wiederum ergaben sich nahezu kampflos. Innerhalb von nur zwei Jahrhunderten wurde Etrurien Teil des immer größer werdenden Römischen Reiches. Allmählich hörten die Menschen auf, Etruskisch zu sprechen oder zu schreiben. Jedermann benutzte die Sprache der Eroberer, Latein. Die Menschen hörten im 1. Jahrhundert vor Christus auf, Etruskisch zu sprechen. Und das ist der Zeitpunkt, zu dem für uns die Etrusker als Volk, als Einheit aufhören zu existieren. Als die Sprache ausstarb, ging mit ihr auch die Literatur unter. Schriftsteller der Antike berichten von der Fülle etruskischer Musik und Kunst, von ihren Gedichten, Schauspielen und Erzählungen. Nur Bruchstücke davon sind auf Inschriften erhalten. Was war geschehen? Die Römer sahen keine Notwendigkeit und hatten kein Interesse, sich weiter um etruskische Texte zu kümmern, mit Ausnahme der religiösen. Also verschwanden sie ganz einfach. Und was war mit den Menschen? Viele Etrusker wurden niedergemetzelt, aber nicht alle. Die Aristokraten gingen in der römischen Gesellschaft auf, ein exotischer Farbtupfer in Roms Oberschicht. Aber hinter den Kulissen waren sie noch immer einflussreich. Aus den meisten Etruskern wurden Römer. Die etruskischen Adeligen zogen nach Rom und wurden Teil von Roms herrschender Klasse, jedenfalls viele von ihnen. Man hat vor kurzem die Namen römischer Senatoren im 1. Jahrhundert vor Christus analysiert. Viele von ihnen stammten aus etruskischen Familien. Wer die Zeichen richtig zu deuten wusste, der ließ Rom offiziell die Herrschaft über seine Stadt übernehmen und bereitete seinen Sohn darauf vor, nach Rom zu gehen und Senator zu werden, damit er dort mit seiner Stimme der Familie zu Hause helfen konnte. Die Bemühungen der Archäologen, die sagenhafte Welt der Etrusker zu beleuchten, werden nie ein Ende finden. Obwohl sie vor Tausenden von Jahren lebten, sind sie unserer modernen Welt doch immer noch sehr direkt verbunden. Ihre Geschichte ist fesselnd, ihre Lebenseinstellung faszinierend. Der Geist der Etrusker lebt fort in Italien. Mitunter, wenn das Licht der Abendsonne auf die Gesichter heutiger Toskaner fällt, fühlen wir uns zurückversetzt nach Etrurien, in die Heimat von Italiens untergegangenem Volk, den Etruskern. Sie ermöglicht uns einen Blick in eine andere Zeit. Es gibt viele Darstellungen des etruskischen Alltagslebens, alles Mögliche, Menschen, die festlich tafeln, die tanzen, Musik hören oder Instrumente spielen. Spielende Menschen, Menschen, die sich lieben, Menschen, die unterschiedliche Kostüme tragen, unterschiedlich gekleidet sind. Ihre Nachbarn waren neidisch und spotteten über das vulgäre Zurschaustellen ihres Reichtums.
Sicherlich hielten ihre griechischen Konkurrenten die Etrusker für zu wohlhabend und bezichtigten sie der Luxuria. Dass sie also ihrer eigenen Bequemlichkeit und ihrem eigenen Wohlergehen zu viel Aufmerksamkeit beimaßen. Ohne ihre Kunst wüssten wir wenig darüber, was die Etrusker dachten und wie sie lebten. Es gibt tausende etruskischer Inschriften, aber von ihren Büchern ist keines erhalten. Man sagt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, und bis jetzt kennen wir die Etrusker nur aus den Überlieferungen ihrer Feinde, der Griechen und Römer. Ihnen zufolge waren die etruskischen Frauen sehr freizügig mit sexuellen Gunstbeweisen und schliefen auch mit ihren Sklaven. Die Griechen beschuldigten die Etrusker, Menschen zu opfern und Piraterie zu betreiben. Die Römer behaupteten, die Etrusker seien zutiefst abergläubisch, davon besessen, den Willen ihrer Götter vorherzusagen. Wie viel davon ist wahr? Wir müssen Detektiv spielen. Wir müssen die Aussagen von griechischen oder römischen Autoren mit unseren Ausgrabungen in Einklang bringen. Es ist wirklich tragisch, dass die etruskische Literatur untergegangen ist. Wenn wir einige ihrer Bücher hätten, dann würden wir sie zweifellos mit anderen Augen ansehen. Unser Bild von den Etruskern wird durch einen anderen, überraschenden Aspekt ihrer Kultur wesentlich klarer. Sie waren tief religiös und glaubten, mit ihrem süßen Leben werde es auch in der Ewigkeit weitergehen. Vor 60 Jahren entdeckten italienische Archäologen unberührte Gräber an der Küste bei Tarquinia. Mit Ortungsgeräten und Periskopen untersuchten sie unterirdische Gräber, die seit Tausenden von Jahren verborgen waren. Die Gräber verblüfften sie. Hier lag der Schatz, von dem Archäologen schon so lange geträumt hatten. Ein Zeitfenster in die perfekt erhaltene, untergegangene Welt dieses ungewöhnlichen Volkes. Sondern auch die verschiedenen Arten von Gefäßen und überhaupt das ganze Prozedere eines Festmahls nach Südfrankreich. Von dort gelangte es dann über die französischen Flüsse bis zu den Kelten. Wie wichtig der Weinhandel war, ist erst kürzlich ans Tageslicht gekommen. Vor der Küste Frankreichs fand man ein Schiff, das seit 2.500 Jahren auf dem Meeresboden lag, begraben unter Schlamm. Dieser Frachter hatte erstaunliche 30 Tonnen Wein an Bord. Wie und warum das Schiff sank, ist nach wie vor ungeklärt. Vielleicht war es in ein Unwetter geraten. Allerdings wimmelte es in diesen Gewässern auch von Piraten. Und ein Schiff mit einer schweren Fracht war leichte Beute. Die Etrusker hatten dafür eine geniale Lösung gefunden. Geschwindigkeit war der beste Schutz für ein Frachtschiff. Etruskische Ingenieure entwarfen ein Schiff, das schneller war als alle, die ihre Gegner zu bauen in der Lage waren. Diese neue Konstruktion revolutionierte den Schiffbau. Sie war einzigartig. Diese Schiffe unterscheiden sich von den griechischen durch das Focksegel. Sie haben ein riesiges Großsegel. In der ganzen Antike wird ein Rahsegel verwendet, aber die Etrusker haben davor noch einen weiteren Mast mit Segel gesetzt. Dadurch wird das Schiff wesentlich schneller und lässt sich auf hoher See vermutlich auch besser manövrieren. Im Laufe der Zeit wurden die etruskischen Frachtschiffe von den Römern übernommen und zum Vorbild moderner Segelschiffe. Nachdem sie den Wettkampf um die Herrschaft über die Seehandelsrouten verloren hatten, begannen die Griechen, die etruskische Sachkenntnis herabzusetzen. Den Griechen war sehr daran gelegen, die Etrusker als Barbaren abzutun, als Piraten, während die Etrusker in Wirklichkeit nichts anderes machten als die Griechen auch. Etrusker und Griechen trieben weiter Handel miteinander, was auch immer sie übereinander redeten. In keinem wohlhabenden Haushalt in Etrurien durften die wundervoll dekorativen Tonwaren aus Griechenland fehlen. Tatsächlich wurden in Etrurien so viele griechische Vasen gefunden, dass man sie für etruskische hielt.
In Pitecuse, dem Zentrum des Handels, ging es aber nicht nur um aufregende Luxusartikel. Hier wurden auch Ideen und Gedanken ausgetauscht. Und dazu gehörte zum Beispiel das Alphabet. Die Etrusker gehörten zu den ersten Völkern in Italien, die das Alphabet übernahmen. Sie adaptierten es von griechischen Kolonisten. Die Sprache selbst wiederum ist ein anderes Thema. Das Alphabet, in dem sie geschrieben wird, ist das, das die Etrusker von den Griechen entlehnt und dann an Laute angepasst haben, die in ihrer Sprache vorkommen. Claudio Bizzarri ist ein Experte auf dem Gebiet etruskischen Wasserbaus. Bei den Überresten ihrer technischen Anlagen, speziell ihrer Wasseranlagen, handelt es sich um erstklassige Arbeit. Sie waren Spezialisten. Sie wussten genau, wie man einen Raum unterteilt. Sie wussten genau, woran sie arbeiteten. Der Bergbau machte die Etrusker reich. Aber erst ihre technischen Fertigkeiten ermöglichten ihre industrielle Revolution. Eisen sorgte dabei für einen enormen Entwicklungsschub. Mit der Entdeckung des Eisens konnten Werkzeuge für eine intensive Landwirtschaft hergestellt werden. Pflugschar und Axt zum Beispiel. Jetzt wurde mehr Land bearbeitet, Bäume wurden gerodet und die Felder konnten mehrmals im Jahr bestellt werden. Auch für den häuslichen Gebrauch wurden Eisenwerkzeuge hergestellt. Und das alles sorgte zweifellos auch für eine kulturelle Revolution. Nur 500 Jahre nachdem die Etrusker erstmals in Erscheinung getreten waren, im 6. Jahrhundert vor Christus, waren aus den in Lehmhütten lebenden Häuptlingen reiche Adelige geworden, die Ländereien und Minen besaßen. Es gab auch eine neue Mittelschicht, Handwerker, Kaufleute und Händler. Sie führten ein bequemes Leben, die harte Arbeit verrichteten Sklaven. Die reiche Adelsschicht gab ihr Geld für Kunstwerke aus. Die etruskische Kunst bleibt ihr bemerkenswertestes Vermächtnis. Sie ermöglicht uns einen Blick in eine andere Zeit. Es gibt viele Darstellungen des etruskischen Alltagslebens. Alles Mögliche. Menschen, die festlich tafeln, die tanzen, Musik hören oder Instrumente spielen. Spielende Menschen. Menschen, die sich lieben. Menschen, die unterschiedliche Kostüme tragen, unterschiedlich gekleidet sind. Ihre Nachbarn waren neidisch und spotteten über das vulgäre Zurschaustellen ihres Reichtums. Sicherlich hielten ihre griechischen Konkurrenten die Etrusker für zu wohlhabend und bezichtigten sie der Luxuria. Dass sie also ihrer eigenen Bequemlichkeit und ihrem eigenen Wohlergehen zu viel Aufmerksamkeit beimaßen. Ohne ihre Kunst wüssten wir wenig darüber, was die Etrusker dachten und wie sie lebten. Es gibt tausende etruskischer Inschriften, aber von ihren Büchern ist keines erhalten. Man sagt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Und bis jetzt kennen wir die Etrusker nur aus den Überlieferungen ihrer Feinde, der Griechen und Römer. Ihnen zufolge waren die etruskischen Frauen sehr freizügig mit sexuellen Gunstbeweisen und schliefen auch mit ihren. Das wird durch keinerlei archäologische Hinweise erhärtet. Alle Menschen, derer gedacht wird, entweder durch Opfergaben an die Götter oder auf ihren Gräbern oder Sarkophagen, geben ihren Namen an als so und so Sohn von. Und dann folgt der Name beider Elternteile. Was also geschah mit den Etruskern? Einem Volk, das so ausgeglichen, souverän und emanzipiert schien. Waren sie so mit ihren Vergnügungen beschäftigt, dass ihre Feinde sie überrumpeln konnten? Oder gab es eine neue Bedrohung? Die triumphale Herrschaft der Etrusker endete nach 1000 Jahren. Es heißt, ihr Vergnügen habe sie so in Anspruch genommen, dass sie gar nicht wahrnahmen, wie sehr ihre Existenz bedroht war. Nicht durch ausländische Mächte, sondern durch ihre Nachbarn. Das Bild der Etrusker als Menschen, die das Leben liebten, die so gerne lebten, dass sie die schleichende Eroberung gar nicht wahrnahmen, das vereinfacht die Sache zu sehr. Natürlich liebten sie das Leben, natürlich hatten sie eine ganz andere Auffassung davon als die Römer oder Griechen, aber es steht völlig außer Frage, dass sie gut organisierte, hervorragende Krieger waren und politisch erfahren.
Im 8. Jahrhundert vor Christus, zu Beginn der römischen Geschichte, legten etruskische Priester Roms Stadtgrenzen fest. Der ausgeprägte Geschäftssinn der Etrusker ließ Rom zum Handels- und Geschäftszentrum des Mittelmeerraums werden. Im 7. Jahrhundert vor Christus regierte das etruskische Geschlecht der Tarquinier Rom. Mindestens zwei, wahrscheinlich aber drei der frühen römischen Könige sind Etrusker. Erst später treten die Römer militärisch hervor und unterwerfen die Etrusker. Im 5. Jahrhundert vor Christus vertrieben die Römer ihre etruskischen Herrscher. Rom hatte den Etruskern viel zu verdanken, sah sie aber mittlerweile als Konkurrenten. Es wollte die Reichtümer Etruriens für sich. Es wird für Rom notwendig, Etrurien zu übernehmen, als seine Bevölkerung so angewachsen ist, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen kann. Und da nehmen sie das getreidereiche Etrurien ins Visier. Es heißt, das Ende der Etrusker sei eine sich selbst erfüllende Prophezeiung gewesen. Eine alte Legende sagte voraus, dass die etruskische Zivilisation 1000 Jahre bestehen würde. Diese Vorhersage war auf unheimliche Weise genau. Waren die abergläubischen Etrusker davon so beunruhigt, dass sie sich einfach in etwas fügten, was sie für ihr Schicksal und spiegelten auf der einen Seite das Gesicht des Betrachters wider. Die andere Seite ist nach innen gewölbt und reich verziert. Weit verbreitet ist die Darstellung einer Göttin namens Lhasa, eine rein etruskische Figur. Auf diesem Spiegel hier ist eine abgebildet, eine nackte, weibliche Gestalt mit Flügeln, die einen Parfümflakon trägt. Sie ist eine Art Schmuck- oder Ziergöttin, die eine feine Dame ins Leben nach dem Tode begleitet und dafür sorgt, dass ihr das Parfüm auch in der Ewigkeit nicht ausgeht. Die Etrusker verehrten viele Götter. Manche waren grausam, andere weise, manche freundlich. Wie die Griechen verehrten sie die Himmelsgötter Apollon, Herakles und Persephone. Aber die etruskische Religion selbst war in einem einzigen dramatischen Augenblick aus dem Innersten der Erde hervorgegangen. Die Götter sandten einen Boten namens Targis, einen Jungen, den die Erde gebar, mit dem Gesicht eines Kindes und der Weisheit eines Alten. Er sang geheimnisvolle Weisen, die nur ein Adliger namens Tarkon verstehen konnte. Sie wurden niedergeschrieben als Etrusca Disciplina. Die Etrusca Disciplina ist ein vollständiger Lebensentwurf für den Einzelnen und für ganze Kulturen. Sie beinhaltet moralische Maßgaben und jede Formel, jedes Ritual, das ausgeübt werden muss, um es sich mit den Göttern nicht zu verderben. Diese Götter dominierten jeden Lebensbereich und sie sprachen durch die Natur. Jedes Tier, jeder Baum, selbst der Wind verbreitete eine Botschaft der Götter. Der Vogelflug war besonders wichtig. Wie hoch sie flogen und aus welcher Richtung sie kamen, war ein Vorzeichen für Erfolg oder Katastrophe. Die etruskischen Priester, Lehrer und Deuter waren die mächtigsten Mitglieder der Gesellschaft. Sie lehrten, dass alles in der Welt nach einem heiligen Gesetz gegliedert war. Nur sie konnten die Botschaften der Götter entschlüsseln. Wenn ein etruskischer Priester den Willen der Götter vorhersagte, dann legte er zunächst vier Kardinalpunkte fest: im Norden, Süden, Osten und Westen. Und beobachtete dann, was sich im Himmel abspielte. In welchem Himmelsquadranten ein Vogel erschien oder ein Blitz oder was auch immer, das zeigte ihm, welcher Gott zuständig war. Ihre dringendsten Botschaften übermittelten die Götter durch Blitz und Donner. Geheime Schriften, die nur der Priesterschaft zugänglich waren, erläuterten die Bedeutung von Gewitter. Die Römer gelten als die größte Supermacht der Antike. Aber ohne die Etrusker hätte es Rom nicht gegeben. Die Etrusker bahnten Rom den Weg zum Ruhm. Sie legten seine Stadtgrenze fest. Dank ihrer herausragenden technischen Fähigkeiten
wurde aus einer sumpfigen Ortschaft eine große Stadt. Als Etrurien vom mächtigen Römischen Reich geschluckt wurde, übernahmen die Römer die etruskische Kultur und gaben sie als ihre eigene aus. Sie waren die erste Hochkultur auf der italienischen Halbinsel. Sie gaben diverse Aspekte ihrer Kultur an die Römer weiter und die verbreiteten sie in ganz Europa. Vieles davon hat bis heute überlebt, wobei man die etruskische Herkunft nicht mehr wirklich erkennen kann. Viele Dinge, die unsere Kultur beeinflusst haben, gehen auf die Etrusker zurück. Selbst die von uns römisch genannten Zahlzeichen stammen ursprünglich von den Etruskern. Die Römer haben sie bei den Etruskern abgeguckt und wir haben sie dann geerbt. Wir werden nie mit Bestimmtheit sagen können, wie viel von uns wirklich etruskisch ist. Das Alphabet, das wir verwenden, einige unserer Worte, darunter so wichtige wie Persona, also Persönlichkeit, gäbe es nicht ohne die Komplexität der etruskischen Kultur. Die untergegangene Welt der Etrusker gilt heute als eine der größten bekannten Kulturen, gleichrangig mit der der alten Griechen und Ägypter. Sie entstand vor ungefähr 3000 Jahren in Mittelitalien. Die ersten Etrusker lebten in bronzezeitlichen Lehmhüttensiedlungen. Sie schöpften aus dem Reichtum der Natur und machten das Land urbar. Die Böden waren fruchtbar, es gab riesige Wälder und fischreiche Gewässer. Mit ihren Waffen aus Bronze eroberten sie die Herrschaft über die ganze Region. Ihr Aufstieg vollzog sich atemberaubend schnell. Antike Schriftsteller bezeichneten sie als exotische Neuankömmlinge und behaupteten, sie seien Fremde aus dem Osten. Für einen griechischen oder römischen Schriftsteller stellte sich natürlich die Frage: Ihr seht nicht aus wie wir, ihr sprecht nicht wie wir, ihr kommt nicht von hier. Woher also stammt ihr? Bis heute ist die Herkunft der Etrusker ein Rätsel geblieben. Entscheidend ist, dass die etruskische Kultur auf italienischem Boden entstand. Es spielt keine Rolle, woher sie gekommen sind, ähnlich wie bei den Römern. Die römische Kultur entstand hier, also ist sie italienisch, auch wenn sie vielleicht woanders herkommt. Im Altertum, etruskische Städte, auf Hügeln erbaut, beherrschten einst die ganze Gegend. Heute gibt es nur noch wenige Hinweise auf diese etruskischen Hochburgen. 2000 Jahre römischer und mittelalterlicher Baugeschichte haben sie unter sich begraben. Die Römer gelten als die größte Supermacht der Antike. Aber ohne die Etrusker hätte es Rom nicht gegeben. Die Etrusker bahnten Rom den Weg zum Ruhm. Sie legten seine Stadtgrenze fest. Dank ihrer herausragenden technischen Fähigkeiten wurde aus einer sumpfigen Ortschaft eine große Stadt. Als Etrurien vom mächtigen Römischen Reich geschluckt wurde, übernahmen die Römer die etruskische Kultur und gaben sie als ihre eigene aus. Sie waren die erste Hochkultur auf der italienischen Halbinsel. Sie gaben diverse Aspekte ihrer Kultur an die Römer weiter und die verbreiteten sie in ganz Europa. Vieles davon hat bis heute überlebt, wobei man die etruskische Herkunft nicht mehr wirklich erkennen kann. Viele Dinge, die unsere Kultur beeinflusst haben, gehen auf die Etrusker zurück. Selbst die von uns römisch genannten Zahlzeichen stammen ursprünglich von den Etruskern. Die Römer haben sie bei den Etruskern abgeguckt und wir haben sie dann geerbt. Wir werden nie mit Bestimmtheit sagen können, wie viel von uns wirklich etruskisch ist. Das Alphabet, das wir verwenden, einige unserer Worte, darunter so wichtige wie Persona, also Persönlichkeit, gäbe es nicht ohne die Komplexität der etruskischen Kultur. Die untergegangene Welt der Etrusker gilt heute als eine der größten bekannten Kulturen, gleichrangig mit der der alten Griechen und Ägypter. Sie entstand vor ungefähr 3000 Jahren in Mittelitalien. Die ersten Etrusker lebten in bronzezeitlichen Lehmhüttensiedlungen.
Sie schöpften aus dem Reichtum der Natur und machten das Land urbar. Die Böden waren fruchtbar, es gab riesige Wälder und fischreiche Gewässer. Mit ihren Waffen aus Bronze eroberten sie die Herrschaft über die ganze Region. Ihr Aufstieg vollzog sich atemberaubend schnell. Antike Schriftsteller bezeichneten sie als exotische Neuankömmlinge und behaupteten, sie seien Fremde aus dem Osten. Für einen griechischen oder römischen Schriftsteller stellte sich natürlich die Frage, ihr seht nicht aus wie wir, ihr sprecht nicht wie wir, ihr kommt nicht von hier. Woher also stammt ihr? Bis heute ist die Herkunft der Etrusker ein Rätsel geblieben. Ein Zeitfenster in die perfekt erhaltene, untergegangene Welt dieses ungewöhnlichen Volkes. In den unterirdischen etruskischen Gräbern bei Tarquinia fanden die Archäologen ganze Grabkammern mit wunderbaren Fresken verziert. Diese lebenslustigen Menschen ließen sich auch vom Tod nicht schrecken. Sie schlemmen, trinken, tanzen und lieben auf diesen Darstellungen weiter. Die Etrusker bauten ganze Städte für ihre Toten. Mit ihren Gräbern entlang der rechtwinklig verlaufenden Straßen und Plätze spiegeln sie die Städte der Lebenden wider. Diese Nekropole wurde am Rande der alten Stadt Cerveteri gebaut. Jede dieser Familiengruften enthält die Särge von Generationen etruskischer Adeliger. Die Etrusker glaubten ihren Vorfahren für ihr gutes Leben und ihre Macht zu Dank verpflichtet zu sein. Sie in Ehren zu halten war äußerst wichtig. Diese Gräber hier sind Miniaturhäuser. Wandreliefs stellen bildlich all die Gegenstände dar, die sich in einem Leben nach dem Tode als nützlich erweisen könnten. Die Menschen wurden mit kunstvollen Ton- und Bronzegegenständen beigesetzt. Die Männer zum Teil auch mit Rüstungen und Waffen. Der Alltag und das Leben nach dem Tode hingen eng zusammen. Zu den Grabbeigaben gehören immer Essgeschirr und Gegenstände, die mit Trinken zu tun haben und mit Feiern in aller Ewigkeit. Es gibt bequeme Schlafstätten, sodass sie sich hinlegen und zufrieden schlafen können, gut gekleidet, reich geschmückt und die Insignien ihrer Stellung tragen. Keine Etruskerin, die etwas auf sich hielt, würde die Götter treffen, ohne zumindest einen polierten Bronzespiegel dabei zu haben. Bis heute sind Tausende dieser zierlichen Gegenstände eindeutig etruskisch in den Gräbern gefunden worden. Diese Spiegel waren ursprünglich blank poliert und spiegelten auf der einen Seite das Gesicht des Betrachters wider. Die andere Seite ist nach innen gewölbt und reich verziert. Weit verbreitet ist die Darstellung einer Göttin namens Lhasa, eine rein etruskische Figur. Die untergegangene Welt der Etrusker gilt heute als eine der größten bekannten Kulturen, gleichrangig mit der der alten Griechen und Ägypter. Sie entstand vor ungefähr 3000 Jahren in Mittelitalien. Die ersten Etrusker lebten in bronzezeitlichen Lehmhüttensiedlungen. Sie schöpften aus dem Reichtum der Natur und machten das Land urbar. Die Böden waren fruchtbar, es gab riesige Wälder und fischreiche Gewässer. Mit ihren Waffen aus Bronze eroberten sie die Herrschaft über die ganze Region. Ihr Aufstieg vollzog sich atemberaubend schnell. Antike Schriftsteller bezeichneten sie als exotische Neuankömmlinge und behaupteten, sie seien Fremde aus dem Osten. Für einen griechischen oder römischen Schriftsteller stellte sich natürlich die Frage, ihr seht nicht aus wie wir, ihr sprecht nicht wie wir, ihr kommt nicht von hier. Woher also stammt ihr? Bis heute ist die Herkunft der Etrusker ein Rätsel geblieben.
Entscheidend ist, dass die etruskische Kultur auf italienischem Boden entstand. Es spielt keine Rolle, woher sie gekommen sind, ähnlich wie bei den Römern. Die römische Kultur entstand hier, also ist sie italienisch, auch wenn sie vielleicht woanders herkommt. Im Altertum war man vor allem über den schnellen Aufstieg der Etrusker verblüfft. In nur einigen hundert Jahren wurden sie zur führenden Wirtschaftsmacht im Mittelmeerraum. Heute ist das Geheimnis des etruskischen Wohlstands gelüftet. Ihr Land war reich an Bodenschätzen. Bis 1980 hatte der Archäologe Giovanangelo Camporeale Glück. Seine Funde, so sollte sich herausstellen, zeigen die etruskische Gesellschaft auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung. Wir begannen, die Wälder genauer zu untersuchen. Es war dort alles sehr dicht bewachsen, undurchdringlich. Dann stießen wir auf einige Steine. Steine, die man dort absichtlich gelegt hatte, keine natürlichen Felsen. Sie ähnelten sich. Dann fanden wir mehr, zwei, drei, vier. Diese Steine bildeten eine Mauer. Wir suchten weiter und fanden weitere Mauern. Der Professor war auf die besterhaltene etruskische Stadt gestoßen, die je entdeckt wurde. Sie war aus welchen Gründen auch immer verlassen und nie überbaut worden. Dank des dichten Waldes war sie wie durch ein Wunder erhalten geblieben. Seit über 20 Jahren gestattet diese Ausgrabung... Wie stark. Sie hielten die Griechen dauerhaft davon ab, sich auf etruskischem Boden niederzulassen. Das sagt einiges über die militärische Stärke der Etrusker. Es ist ziemlich klar, die Etrusker wollen verkaufen, aber nicht ihr kostbares Land hergeben. Es waren die Metalle, die die Griechen nach Pithecuse lockten. Aber der Handel war keineswegs einseitig. Die Etrusker liebten alles Neue und Fremdartige. Im Austausch für ihre Bodenschätze erhielten die Etrusker eine Fülle von Nahrungsmitteln. Wein, Olivenöl, die sie bald selbst anzubauen und herzustellen lernten. Die Etrusker begannen, Wein anzubauen und zu trinken. Beides in großem Maßstab. Bald machten sie besseren Wein als die Griechen und exportierten ihn in riesigen Mengen nach Frankreich. Man könnte sagen, dass die Etrusker den Franzosen, das heißt den Galliern, beigebracht haben, Wein zu trinken. Bei Ausgrabungen in der Nähe von Lat in Südfrankreich wurde ein etruskischer Hafen gefunden mit einem ganzen Verbund von Warenhäusern, jedes groß genug, um ganze Schiffsladungen Wein aufzunehmen. Etruskische Händler hatten den Export riesiger Mengen Wein zu einer wahren Kunst entwickelt. Die Franzosen entdeckten ein ganz neues Lebensgefühl. After Etruria acquired wine. Nachdem die Etrusker begonnen hatten, Wein herzustellen, exportierten sie nicht nur den, sondern auch die verschiedenen Arten von Gefäßen und überhaupt das ganze Prozedere eines Festmahls nach Südfrankreich. Von dort gelangte es dann über die französischen Flüsse bis zu den Kelten. Wie wichtig der Weinhandel war, ist erst kürzlich ans Tageslicht gekommen. Vor der Küste Frankreichs fand man ein Schiff, das seit 2.500 Jahren auf dem Meeresboden lag, begraben unter Schlamm. Dieser Frachter hatte erstaunliche 30 Tonnen Wein an Bord. Wie und warum das Schiff sank, ist nach wie vor ungeklärt. Vielleicht war es in ein Unwetter geraten. Allerdings wimmelte es in diesen Gewässern auch von Piraten. Und ein Schiff mit einer schweren Fracht war leichte Beute. Die Etrusker hatten dafür eine geniale Lösung gefunden. Geschwindigkeit war der beste Schutz für ein Frachtschiff. Etruskische Ingenieure entwarfen ein Schiff, das schneller war als alle, die ihre Gegner zu bauen in der Lage waren. Diese neue Konstruktion revolutionierte den Schiffbau. Sie war einzigartig. Diese Schiffe unterscheiden sich von den griechischen durch das Focksegel. Sie haben ein riesiges Großsegel. In der ganzen Antike wird ein Ra-Segel verwendet, aber die Etrusker